In der heutigen PS5 News-Ausgabe haben wir neueste Gerüchte zum Preis und zum Erscheinungsdatum der PS5. Den Grund, weshalb Sony die PlayStation 5 so groß gebaut hat. Neue Details zum User-Interface und zu möglichen Special Editions, zur Abwärtskompatibilität und zu den Spielen. All das und mehr, wie gewohnt, nach dem Intro. Aloha, Freunde der PlayStation und herzlich willkommen bei den PS5 News, dem Format, bei dem ich zusammen mit euch die spannendsten PS5 News durchgehe, die in den letzten Tagen bei uns im PS5 Forum gepostet wurden. Ohne groß drum herum zu reden, starten wir auch direkt, filtern nach den News und sortieren nach den Votes, um hier die spannendsten Themen ganz oben angezeigt zu bekommen. So, und da sehen wir auch direkt auf den ersten Blick das Thema der Woche schlechthin. Es war der PS5 Amazon Leak. Und zwar geht es darum, dass ein Screenshot aufgetaucht ist von der französischen Amazon-Seite. Und auf diesem Screenshot sieht man zwei Sachen. Nämlich erstens den Preis von 499 Euro für die reguläre PS5-Konsole. Und wir sehen auch das Release-Datum, den 20. November 2020. Dieser Leak war ganz groß in den Medien, wurde überall diskutiert. Warum? Naja, das ist ganz einfach erklärt. Und zwar 500 Euro für die reguläre PS5 klingt ziemlich realistisch. Wäre jetzt auch meine Einschätzung gewesen, was den Preis anbelangt. Und der 20. November 2020 klingt ebenfalls sehr realistisch. Denn von offizieller Seite wissen wir ja, dass die PS5 um Weihnachten herum ungefähr erscheinen wird. Und der 20. November wäre dann natürlich strategisch relativ clever, weil eben dann Sony das komplette Weihnachtsgeschäft mitnehmen können würde. Und das werden sie wahrscheinlich auch wollen. Insofern 20. November klingt gut. Nun, jetzt, wie gesagt, wurde diese News überall diskutiert und verbreitet. Klar, Amazon ist eben auch eine gute Quelle. Wer aber jetzt eigentlich diesen Screenshot gemacht hat, war an der Stelle nicht klar. Nun, und jetzt wurde das Ganze ein paar Tage später tatsächlich dementiert von Amazon persönlich. TechRadar hat da nämlich nachgefragt und die französische Amazon-Seite bzw. der Amazon-Support hat eben gesagt, nee, den Screenshot, der stammt nicht von unserer Seite, der muss gefaked sein. Naja, und nun gibt es eben zwei Optionen. Entweder Amazon sagt die Wahrheit, der Screenshot wurde gefaked, mit plausiblen Daten gefüllt, oder Sony hat sich vielleicht bei Amazon gemeldet und gesagt, hey, wir fanden das jetzt nicht so nice, dass ihr das irgendwie jetzt hier an der Stelle bekannt gegeben habt. Sagt doch mal bitte, dass das nicht stimmt. Und Amazon war eventuell dazu gezwungen, dann eben zu sagen, naja, das ist eigentlich alles nur gefaked. Denn jüngst ist noch eine neue Quelle dazugekommen, und zwar ein Twitter-Nutzer namens Ironman PS5, der einige Preise und sonstige Infos zur PS5 eben geleakt hat, möglicherweise. Und der hat eben diesen Amazon-Leak mehr oder weniger indirekt bestätigt, indem er auch gesagt hat, PS5 499 Euro, Release 20. November 2020. Also die Daten hat er eben hier an der Stelle auch nochmal gesagt. Ja, der hat auch noch eine ganze Menge anderer Daten veröffentlicht. Ich werde das mal kurz nochmal erläutern. Und zwar wird laut ihm die PS5 Digital Edition 399 Euro kosten und ebenfalls mit der 825 GB SSD kommen, wie ich in meinem Vergleich zwischen der normalen Version der PS5 und der Digital Edition eben schon erklärt habe. Wäre das auch durchaus sinnvoll, denn alles andere würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Es gibt keinen Grund, wieso die Digital Edition mehr Speicherplatz haben sollte als die reguläre Version. Nun, und er hat noch sehr viel mehr geleakt, denn eben hier den DualSense, die Ladestation für 30 Euro, die haben wir auch kurz im Trailer gesehen, die HD-Kamera für 60 Euro, das Pulse 3D Wireless Headset für 180 Euro, die Fernbedienung, die Media Remote für 30 Euro,
und den Vertical Stand für 20 Euro. Und das ist ganz interessant, denn wir wussten bisher noch nicht, dass es überhaupt zwei unterschiedliche Ständer gibt. Und was wir auch nicht wussten, ist, dass wenn man sich die PS5 eben vertikal hinstellen möchte, dann anscheinend eben dieser vertikale Ständer notwendig ist, der aber eben dann nochmal 20 Euro zusätzlich kostet. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, weil auf den ganzen Bildern, die Sony so von der PS5 postet, steht die PS5 eigentlich immer vertikal. Und das ist schon irgendwie dann ein bisschen komisch, wenn man nochmal 20 Euro extra ausgeben soll an der Stelle. Zudem hat er noch gesagt, dass Spider-Man Miles Morales 40 Euro kosten soll, direkt zum Launch erscheint und natürlich PS5-exklusiv ist. Ratchet & Clank Rift Apart ebenfalls PS5-exklusiv und anscheinend das Release dann eben 2021 im Frühling. Tja, kann man dem Ganzen jetzt glauben oder nicht? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass der 20. November eben sehr realistisch klingt, genauso wie eben 499 Euro für die reguläre und 399 Euro für die Digital-Only-Version. Und dementsprechend, ja, müssen wir wohl erstmal abwarten, bis Sony da mehr bekannt gibt. Aber gehen wir einfach mal zum nächsten Post über. Das ist eine Grafik erstellt von einem Reddit-Nutzer und der hat an der Stelle eben mal verschiedene Konsolen auf einem Bild gepackt, was zeigt, dass die PS5 größer ist als alle anderen Konsolen, zumindest höher. Die Xbox Series X ist dafür deutlich breiter, aber insgesamt lässt sich eben festhalten, dass die Next Gen definitiv die größten Konsolen ever werden. Wieso funktioniert das Ganze so gut? Woher weiß man jetzt, wie groß das Ding ist? Naja, es funktioniert ganz einfach. Man kann ja auf den Bildern immer sehen, wie groß eben die Laufwerke sind und dementsprechend lässt sich das dann eben ins Verhältnis setzen. Kommentiert doch gerne mal, ob euch das stört, dass die PS5 und die Xbox Series X so groß sind. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen weiter runterscrollen, dann sehen wir auch schon, dass Sony sich dazu geäußert hat. Und zwar ist die PS5 so groß, damit die Kühlung gut funktioniert und die Konsole unter Last leiser ist. Das war eben ein Punkt, der sehr viele User gestört hat bei der PlayStation 4, denn die konnte schon mal ordentlich aufdrehen und laut werden. Und genau das möchte Sony eben vermeiden und deswegen ist das Ding jetzt eben so groß geworden, wie es ist. Wir wissen jetzt immer noch nicht genau, wie die Kühlung eigentlich funktioniert, aber das ist definitiv eine News, die generell sehr positiv aufgenommen wurde. Darüber sehen wir, hat Sony ein Bild veröffentlicht, bei dem man die beiden Konsolen mal liegend nebeneinander sieht. Und da ist eben der Eindruck von einigen Nutzern, dass die PS5-Laufwerkversion liegend schöner aussieht als die Digital Edition. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht oder dem zustimmt, weil das Ding ist eben, dass stehend viele sagen, dass die Digital Edition schöner aussieht. Dann haben wir hier noch eine News zum PS5 User Interface und zu Special Editions. Und zwar hat der Vice President of User Experience Design von PlayStation, Matt McLaurin, auf LinkedIn einiges ausgeplaudert. Und zwar hat er bestätigt, dass das PS5 UI von Grund auf neu entwickelt wurde. Das ist eben zum Beispiel bei der Xbox Series X anscheinend nicht der Fall. Die wird einfach das alte UI von der Xbox One bekommen. Ich persönlich muss sagen, finde das ein bisschen schade, dass die Xbox da das alte bekommt. Ich finde das schon immer so ein bisschen Highlight, wenn man wieder ein neues UI hat. Aber gut, passt vielleicht auch irgendwo zu der Strategie, die Microsoft aktuell fährt mit der Xbox. Außerdem hat er eben noch bekannt gegeben, dass die PS5 wohl in unterschiedlichen Special Editions kommen wird. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Special Edition ihr euch wünschen würdet. Wir würden ja gerne eine mit Spider-Man sehen. Das hier ist mein persönliches Highlight der Woche. Dafür muss man nämlich schon mal ganz genau hinsehen. Props an denjenigen, dem das aufgefallen ist. Und zwar, wenn man auf die PS5 oder das ganze PS5-Zubehör mal ein bisschen weiter reinzoomt, dann erkennt man, dass die komplette Textur des Zubehörs und der PS5 aus kleinen PlayStation-Symbolen angefertigt wurde. Das finde ich halt schon ziemlich genial.
Hier wurde noch gepostet, dass die PS5 anscheinend kein einheitliches Smart Delivery System hat. Das ist so ein bisschen Wirbel um nichts meiner Meinung nach. Es geht im Prinzip einfach nur darum, dass die Abwärtskompatibilität der PS5 eben von den Entwicklern abhängt. Und dass die Entwickler auch entscheiden können, muss man das Spiel jetzt für die PS5 neu kaufen oder nicht. Das ist eigentlich bei der Xbox ganz genauso, nur dass Microsoft da irgendwie noch ein bisschen mehr Druck macht, dass die Entwickler sich eben dazu entscheiden, dass man dann die Next-Gen-Version kostenlos bekommt. Und anscheinend wünscht man sich an der Stelle ein bisschen mehr Druck seitens Sony. Das würde man ja auch irgendwie erwarten, wenn man jetzt ein PS4-Spiel neu kauft, das gerade erst erschienen ist, dass man das auch auf der PS5 eben spielen kann. Und das ist von einigen Spielen auch schon bestätigt. Dementsprechend hoffe ich dann einfach mal, dass das für die meisten Spiele gilt. Wenn ich mir die Kommentare unter meinen letzten Videos so ansehe, dann sehe ich, dass einige von euch dann noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, das mit der Abwärtskompatibilität zur PS4 zu verstehen. Ich werde dazu aber nochmal ein gesondertes Video machen. Springen wir derweil einfach zur nächsten News. Dabei geht es um Gran Turismo 7. Das soll keine Ladezeiten haben, 3D-Audio unterstützen, Raytracing-Effekte bieten und den DualSense natürlich supporten. Und wäre auch irgendwie komisch, wenn nicht. Nutzt also alle neuen technischen Möglichkeiten aus, die die PS5 bietet. Eine ähnliche News gab es auch zu Spider-Man Miles Morales. Außerdem hat Sony noch bekannt gegeben, dass sie nicht alle Spiele vorgestellt haben bei dem PS5-Event, das kürzlich stattfand, sondern dass da eben noch zahlreiche weitere Titel in der Pipeline sind. Außerdem gibt es wohl Fortschritte bei der Abwärtskompatibilität. Da wird eben jetzt nach und nach ein Spiel nach dem anderen angepasst, sodass das eben auf der PS5 anständig läuft. Zudem ganz frisch von gestern, von dem EA-Event, die News, dass Skate 4 in Entwicklung ist, anscheinend auch für PS5 und Xbox Series X. Die Entwicklung hat hier allerdings gerade einmal begonnen. Wir tippen mal darauf, dass das Release nicht vor 2022 in Frage kommt. Eine etwas ernüchternde News hingegen ist, dass Horizon 2 Forbidden West wohl kein Launch-Titel wird, sondern eben erst 2021 veröffentlicht wird. Dagegen positiv, dass Deathloop auf der PS5 mit 4K an 60 FPS laufen wird. Das scheint generell der Fall zu sein bei Spielen, die eben auch noch für PS4 erscheinen. Zumindest habe ich das jetzt schon bei einigen gesehen. So, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt der News der letzten Tage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für weitere News schaut bei uns im PS5 Forum vorbei. Vergesst nicht mein Gewinnspiel, bei dem ich eine PS5 verlose. Link dazu in der Videobeschreibung. Abonniert unbedingt meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Ich habe jede Menge PS5-Content in der Pipeline für euch. In diesem Sinne, mein Name ist Fabian und das ist PS Let's Play. Stay psyched, wir sehen uns auf forum.de. Ich bin raus, macht's gut.